werden Prinz Philipps, römisches Kreuz 99, Familienmitglieder der Trauerfeier beiwohnen, am 17. April wird der Ehemann von Queen Elizabeth, 94, in der königlichen Gruft in der St. George's Chapel beigesetzt. Die Beerdigung wird auf verschiedenen TV-Sendern weltweit live übertragen und somit vermutlich ein Millionenpublikum erreichen. Vor Beginn der Prozession fragen sich Fans, ob die Queen oder ein anderes Familienmitglied auf der Trauerfeier nochmals Worte an Philipp richten wird. Doch Prinz Philipps Familie wird keine Trauerrede halten. Wie People berichtet, wurde die genaue Planung, wie der Gottesdienst ablaufen soll, noch mit Prinz Philipp zu Lebzeiten vorgenommen. Die Inhalte der Trauerfeier spiegeln die enge militärische Verbundenheit des Herzogs und persönliche Elemente aus dem Leben seiner königlichen Hoheit wider, heißt es dazu in einer öffentlichen Erklärung des Königshauses. Der Gottesdienst wird von David Connor, dem Bischof von Windsor, geführt. Er wird auch die Predigt halten. Während des Gottesdienstes werden zudem Musikstücke gespielt, die von Prinz Philipp persönlich ausgewählt wurden. Ein Chor bestehend aus 4 Sängern wird singen. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage ist es den Gästen allerdings nicht erlaubt, mitzusingen. Der Chor wird auch das Stück Eternal Father, Strong to Save darbieten, das traditionell mit der Royal Navy in Verbindung gebracht wird und Philipps Militärdienst und seine lebenslange Unterstützung der Streitkräfte widerspiegelt. Überrascht es euch, dass Prinz Philipps Familie keine Rede halten wird?